Jo, ich dachte mir, ich mach mal ein Video von, Achtung, Rockstar Games präsentiert Tischtennis. Klingt jetzt irgendwie voll bescheuert, aber das Spiel, das suchtet mich momentan. Wie so ein Bescheuerter, und weil ich mache das erstmal an. So. Ich mache es erstmal an. Und dass ich euch das mal zeigen kann, warum mich das so suchtet. Man hat bei dem Spiel so einen schönen Fokus, den man schön aktivieren kann, genau. Den man aktivieren kann. Da hat man so eine richtig geile Zeitlupe. Und auch so diese Interaktion von Figuren oder so, die wirkt so authentisch, und die Ballphysik und so, also das ist schon genial. Das Spiel ist schon ein bisschen älter, gibt es für Xbox 360 und für die Wii. Und doch. So. Was ihr hier seht im Hintergrund, das ist in-game. Ja. Und wenn wir hier in die Option gehen, in die Steuerung, dann, na, dann seht ihr auch, dass ja, die normale, ich sag mal in Anführungszeichen, Tennissteuerung hat, sprich Backspin, das ist ein Ball, der extrem nach oben schnellt. Dann haben wir einen Right Spin, also mit dem Rechtsdrall, dann haben wir einen Left Spin mit dem Linksdrall, und dann haben wir einen Top Spin. Das ist halt ein normaler Ball, der einfach nur ja, ohne Drall dahergeht. So, dasselbe haben wir dann mit dem rechten Stick in die jeweilige Richtung. Und so, das war's im Prinzip. Und oben auf den Triggern und auf den Buttons haben wir halt den Fokus. Und ja, ich würde sagen, wir machen einfach mal einen Schaukampf. Machen mal eine Partie. Kann ja auch diesen Wettkampf machen, da hat man mehrere Pokale. Und ja, so, hier hat man jetzt 2, 4, 5. Am Anfang sind es nur 4, glaube ich. Ich glaube, Luke habe ich erst später freigeschaltet oder so, ich weiß es jetzt nicht. Hier mit Jesper, den habe ich gestern gespielt. Alter, leck mir am Arsch, hat der einen Saft drauf. Wenn der einmal zuschlägt, leckt mir am Arsch. Du. Dann der Jürgen, das ist der Deutsche. Harley ist Amerikanski. Lu Bing ist China. Und Luke ist Frankreich. Da kann man hier noch 3 Stück freischalten. Und jo. Ich würde sagen, wir nehmen mal eine Harley, die habe ich noch gar nicht gehabt. Und ja. Hat mir hier noch verschiedene Outfits. Wenn man eine Meisterschaft gemeistert hat, kriegt man halt dementsprechend alle. Sieht man hier beim Jesper ganz gut, der kommt aus Schweden. Und bei Lu Ping, der aus China, da kann man das auch ganz gut sehen. Einmal rot, einmal gelb, einmal grün, einmal blau-weiß. Ja, Entschuldigung. So, aber wir nehmen mal Harley. Ich würde sagen, wir nehmen mit Schwarze, das sieht ganz gut aus. Gegen uns selber wäre ja Quatsch. Gegen Jesper, ich bin ja lebensmüde. Ich würde sagen, gegen den Luke. Der hat ungefähr die gleichen Werte. Der hat einen besseren Spin, so wie ich das sehe. Aber der ist eigentlich besser, ne? Wenn man sieht. Aufschlag ist auch gleich, Kraft ist besser, Präzision ist auch besser, ich nehme trotzdem. Also ich nehme nicht, aber gegen den will ich jetzt antreten. So.
habe ich hier verschiedene Tische. Beziehungsweise Austragungsort. Hier Midnight Sun, Liberty Nordzeit, National, TT Zentrum. Ja, da kommen noch ein paar mehr. Zum Beispiel auch Deutsche wie Stuttgart und so. Hatte ich auch schon. Ich will mal hier durchscrollen, vielleicht haben wir noch. Nee. Ich finde den Tisch irgendwie cool. Hier sind so diese Standardtische. Aber der ist ein bisschen anders hier, ne? Ich nehme den mal. Und ja, jetzt geht's los. Jetzt geht's los, meine Damen und Herren. Ich hoffe, man hört mich ordentlich. Bin mal gespannt. USA vs. France. Best of 3 games. 11 points to win. Jo. USA with a serve. Oh, wenn ich jetzt Taste drücke, zack. Wenn ich jetzt gedrückt halte, dann geht das hier los. Und machen wir einen Aufschlag. Und wenn ich jetzt den Fokus aktiviere, dann geht's los. Ihr seht. Oh, Alter, ich war knapp. Hätten wir dann nochmal die Wiederholung? Das brauchen wir aber eigentlich nicht. Eigentlich ja Quatsch. So. Das ist so geil mit dem Fokus. Alter. Stück zurück hier, dann kann ich besser ausholen. Und zack. Komm schon. Oh, das war knapp. Yeah. Geschafft. Ich mach immer ein Stück zurück hier, dann kann ich echt besser ausholen. So, das ist jetzt nur einer, wie gesagt. Das ist ein Left Spin. Das ist ein White Spin und das ist ein Top Spin. So. Oh, Alter. Ja, knapp. Service USA. Der war knapp, Alter. Oh. Two serving three. Machen wir White Spin. So. Zack. So. Bekannte Vorführeffekt und ich versau's wieder, ne? Alter. Na. Läufst denn hin, Alter? Mensch. Und 5
Ey, war gut, ja. Und hier bei der Wiederholung habe ich auch eine Steuerung. Da ist zum Beispiel mit dem rechten Trigger hier Zeitlupe und ich kann die Kameras umschalten. Yeah. Er sieht schon die Ballphysik, die ist schon übelst geil. Muss ich sagen. Da holt's aus und zack, gar nicht mehr gekriegt. Ja, auch die dynamischen Schatten und so, also das ist alles schön dynamisch, also ich kann mich nicht beklagen. Ich muss sagen, das Game ist. Das wirkt so. Ja, natürlich halt, ne? So wie ich das eigentlich von dem Spiel gewohnt bin. Wie es sein soll. Ja, du Sackgesicht, pass mal auf, du. Dich kriege ich noch. Solltest du mal sehen, du. Zack. Huh. Komm schon. Yeah. Also heißen du und du machst mich nicht fertig. Ich mach dich fertig. Du. Sackgesicht. Zack. Und jetzt aber. Bam! Komm schon. Und boom! Point USA. Yeah. Ah, ich finde, ich gehe jetzt mal auf Zeitlupe. Sieht so geil aus, finde ich. Es ist nur Tischtennis. Das ist richtig, aber irgendwie sieht es hammer geil aus. Sowas von Rockstar, ja, also ein Tischtennisspiel. Das kennt man ja so gar nicht von denen, sondern nur immer dieses GTA-Gedöns. Oder ja, generell so Action-Titel halt oder sowas. Aber jetzt Sport direkt in dem Sinne. Ist man ja so gar nicht gewöhnt, jetzt mal abgesehen von Midnight Club damals. Aber im Großen und Ganzen, komm schon, du Sack, Alter. Schwach, wie Schwätsch. Und bäh! Wusch. Du Sau. Scheiße! Zu lange nach links gedrückt und dann vibriert der Controller und so stärker der vibriert, umso mehr geht das aus. Und das war halt jetzt der Fall. Kann ich euch ja ganz schlecht zeigen. Was war denn das jetzt, Kollege? Das war ja wohl Fail, hä? Zack. Richtig geleimt, Alter. Jetzt pass mal auf.
mach ich dich platt, Alter. Weiter. Bisschen Fokus habe ich noch. Wow, der war knapp. Alter. Sacktreter, du. Du Pissnilke. Du scheiß Froschfresser. Auf, du. Ich mach dich platt. Ja. Zack. Alter, jetzt zum Hof. Hör auf! Jedoch. Ja, brauche ich noch einen Punkt? Ja, ich habe den übelsten Fokus, Alter. Jetzt pass mal auf. Aber als aus war. Okay. Ja. Also Runde habe ich gewonnen. Erste von drei sind immer drei Innings. Drei Spiele. Was macht denn der? Das war eigentlich ein Foul, ne, mein Freund? Mach das mal im normalen Tennis. Ey, was macht denn der? Der bescheißt. Zählt eigentlich nicht, ne? Yeah. Hey. 0-3. Mann. Sacktreter, Sackarsch. Arschwichser, du Wichshuren, Pisser, Arsch, Böse. So, jetzt pass auf. Tschüss. Setz dich nicht an neben dem Ball. Und BAM! 1-3. 3-1. Maul. Ah, pass auf. Pass auf, jetzt krieg ich da einen Ball in die Klöten. Pass auf. Das geht würde, Alter. Ich würde es andauernd machen. Das ist so geil mit dem Fokus. Ich finde das so genial. Siehst du genau die Klöten? Hab ich doch gesagt. Ja. Was mach ich denn? Ich sammle hier jetzt noch alles, ne? Also ein Ass habe ich noch nicht hingekriegt. Oh. War aber gemein. Oh, Alter, das ist knapp gewesen. Zack! Und... Bäh! Hab ich dich wohl am falschen Fuß erwischt, ne?
Schuld. Haust den Ball auch so hoch, Alter. Bäm. Da. Dann ging er hoch. Und jetzt. Und jetzt. Boah. Booyaka! Das ist so cool, Alter. Haha. Hab ich dich gleich wieder, du Sack, du. Geil, Alter. Der war ja richtig geil. Da ist er. Da kommt er. Da kommt er. Und yeah. Ach, den hat er noch erwischt. Ach, dann war das der hier. Und boom. Da geht der Ball durch die Wand. Ja, wie gesagt, das Spiel ist ein bisschen älter, aber grafischmäßig muss ich sagen, sieht das Spiel affengeil aus. Dafür, dass es so alt ist. Ich meine, gut, das ist Rockstar. Was soll man da erwarten, Alter? So. Das klingt jetzt irgendwie hochnäsig, aber Rockstar, muss ich sagen, grafischmäßig, ja, haben die doch schon immer was an den Tag gelegt, wo du sagst, Alter. Ja, der war jetzt aber richtig arschknapp, Alter. Und bam. Mühe und der Ball wird mal schneller. 6, 7. Alter. Das ist wie du Sackgesicht, Alter. Hier zeige ich's. Und wenn ich noch einen zurückgehe, bin ich den dann noch? Ja. Ja, umso mehr Anlauf ich hab, ne, umso doller kann ich den Ball natürlich drauf klatschen. Ja. Bam. Den kriegen wir noch, pass mal auf, du. Willst du mal sehen, du. Yeah. Und jetzt bam, und jetzt. Ist die doof? Der war Schenkel, die alte, du. Na egal. Und boom und bam und zack und boom und jetzt gibt's aufs Maul. Sag ich doch. Brauche ich noch 2 Punkte. Und jetzt und jetzt und jetzt und Butzel. Und Butzelbratzel. Man. Arsch. Und das war's für dich, mein Digga. Ah, wie geil! Das hatte ich wohl nicht! Wie geil! Da kam ich nicht mehr ran, da ist aufs Maul geflogen. Wie geil! Das war ja jetzt cool, da fliegt der voll auf die Fresse, Alter.
drei Asse gehabt. Ich hab keine einzige, wie ich einen Asse machen kann. Ich hab keine Ahnung. So. Jo, bravo. Ich muss sagen, das Game ist affen geil. Ich suchte es momentan wie so ein Bescheuerter. Ich weiß auch nicht. Irgendwie hat es so ein übelstes Suchtpotenzial. Und ja. Gut. Dann würde ich sagen, Haus drin. Und dann bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal einen Kommentar da. Wenn euch diese Art von angezockt besser gefällt. Und wir machen etwas Yoga. Und ja, Batz. Tschüss. Ja. Ja, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, lasst mal einen Kommentar da. Diese Art von angezockt. Und ja. Ich bin Crazy Peak. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich bin raus. Dann. Tschüss.